Rasenfunk Kurzpass. Die letzten zwei Halbfinalisten, sie sind gefunden und sie lauten Kroatien und England. Wie das alles zustande kam, besprechen wir jetzt mit Thomas Böker vom Kicker, der mir am Telefon zugeschaltet ist. Thomas, schönen guten Abend. Guten Abend. Wir nehmen heute mal direkt nach dem Spiel auf, entgegen der sonstigen Kurzpässe, die meistens am Vormittag aufgezeichnet wurden. Und du hast schon gerade im sehr kurzen Vorgespräch angesprochen, ein bisschen, also so wie die Kroaten konditionell ein bisschen in die Knie gegangen sind, ging es dir heute Abend beim Schauen der Spiele auch? Ja, beim Schauen des zweiten Spiels vor allem. Es war spielerisch jetzt kein Leckerbissen. Es war viel Gerenne, Gekämpfe, Gelaufe und ja, im Prinzip haben die Russen es geschafft, die Kroaten runterzuziehen auf ihr Niveau. Und wenn das schon bei einer WM reicht, um dann bis ins Elfmeterschießen zu kommen, spricht das insgesamt nicht für das Turnier, ist aber auch jetzt kein Einzelfall gewesen. Und letztlich, ich hatte da keinerlei Aktien in dem Spiel, aber letztlich bin ich dann froh, dass sich die Mannschaft durchgesetzt hat, die dann fürs Halbfinale zumindest das spielerisch größere Potenzial hat, okay, und verspricht auch für das Spiel. Ja, da muss ich dann gleich nochmal mit dir ins Detail einsteigen, aber beginnen würde ich gerne, auch wohl wissend, dass du ein großer England-Experte bist, mit dem Spiel Schweden gegen England. Schon um 16 Uhr hat das stattgefunden. England souverän mit 2:0 gewonnen und natürlich wieder nach einer Standardsituation in Führung gegangen. Harry Maguire mit seinem allerersten Länderspieltor zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Wie hat dir denn die englische Mannschaft in diesem Viertelfinale gegen Schweden gefallen? Ja, sie waren wurden nicht so sehr gefordert wie gegen Kolumbien. Waren sehr pragmatisch, sehr cool haben sie es gespielt, wenig spektakulär, begünstigt dann auch durch das 1-0, weil Schweden natürlich vieles kann, aber selber natürlich wenig Potenzial hat und Kreativität hat für die Offensive. Ja. Und dementsprechend ist es den Engländern dann leicht gefallen zu verteidigen. Und dann mit dem 2-0 war das Ding dann schon recht früh durch. Und es war aber, wie gesagt, kein sehr spektakulärer Auftritt der Engländer. Das war aber auch bei dieser Konstellation nicht zu erwarten. Man hätte eher noch ein zäheres Ringen vielleicht befürchten müssen. Aber das war eigentlich sehr souverän. Und gut, Pickford musste 2-3 Mal eingreifen. Aber insgesamt hätte England ja auch schon früher durch meinen Freund Sterling das mal klar machen können. Aber der, wird halt da auf der falschen Position eingesetzt. Er ist keiner für den zentralen Bereich. Er kann Tore en masse vorbereiten vom Flügel und auch selber schießen, kurioserweise, dann auch aus der Rolle heraus. Aber selber da im Zentrum bedient zu werden, dann kriegt der Fraxhausen und weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll vom Tor, wie in der einen Szene, als er den Torwart umspielen will und recht umständlich dann scheitert. Und das war jetzt nicht das erste Mal in dem Turnier. Und ja, aber trotzdem bekommt er immer wieder den Vorzug für Rashford, weil der Trainer da seine Idee hat, die er da mit ihm umsetzen will. Und solange er durch das Turnier marschiert, kann man da schwerlich was gegen sagen. Aber insgesamt, wenn man sich nur die Figur Sterling anschaut, ist das dann doch für einen Stürmer eigentlich seiner Qualität, die er hat, zu wenig, was dann dabei rauskommt. Von der Ausstellung her war es das England, wie wir es jetzt schon häufiger bei der WM gesehen haben, eigentlich keine Überraschung mit dabei. Was glaubst du denn, war die Spielanlage gegen Schweden? Wie hätte das Spiel gestaltet werden sollen von England und warum hat es vielleicht nicht in allen Phasen so geklappt, wie es geplant war? Ja, gegen Schweden ist es ja unheimlich schwierig, weil die da ihre zwei Viererketten aufziehen und da muss man ja erstmal Räume finden und das haben sie eigentlich doch ganz gut gemacht, solange es nötig war. Und sie haben dann eben tatsächlich nicht mehr gemacht, als dann unbedingt erforderlich war nach dem 1-0, in dem Wissen, dass die Schweden ihre Stärke in der Defensive haben und nicht unbedingt dann selber die Engländer in Gefahr zu bringen. Und deswegen haben sie es eigentlich sehr cool verteidigt ihre Führung und dann auch noch ausgebaut. Aber Spielanlage ist jetzt in dem Sinne eben schwierig zu sagen. Sie haben es versucht, das öfter mal auseinanderzuziehen, das Spiel. War dann manchmal recht ordentlich, aber auch sicherlich nicht immer, weil es dann auch irgendwann dann auch die
soll ich sagen, dann auch die Mittel fehlen. Sie haben ja jetzt selber bis auf Ellie auch nicht die wahnsinnig Kreativen da drin, sondern auch eher, dass sie wirklich tatsächlich übers Kollektiv kommen und da jetzt nicht immer auf einen zugeschnitten sind, sondern da ist mal ein Ellie, mal ein Lingard, mal ein Henderson in der Lage, das Spiel dann zu gestalten, aber nicht im klassischen Regisseurssinne, sondern dann eher so, naja, was ist jetzt gerade in dem Angriff möglich, als dass es jetzt irgendwelchen konsequenten Mustern folgt, die sie dann wiederum bei Standards aber tatsächlich haben, diese Muster. Und das ist dann eben kein Zufall, dass man jetzt einfach sagt, oh ja, die sind kopfballstark und deswegen machen die so viele Tore nach Standards, sondern die verfolgen da ein ganz bestimmtes Prinzip, vor allem bei Eckbällen. Das war schon im ersten Spiel gegen Tunesien sehr schön zu sehen, wenn sich 3 bis 4 Leute hintereinander aufreihen, sich dadurch jeglicher Mann und oder Raumdeckung entziehen und dann in alle Richtungen ausschwärmen und einer von denen, und dann kommt tatsächlich die Kopfballstärke zu tragen, den Ball dann auch meistens optimal trifft. Das war schon mal Stones, das war jetzt heute Maguire. Kane ist so immer zum zweiten Pfosten dann geschlichen, der stand da nicht, sondern ist dann dahin eben und hat dann da verwertet schon. Also das, da haben sie sich wirklich, oder auch bei Freistoßvarianten haben sie auch schon einiges einfallen lassen. Gut, wenn das reicht, um ins Halbfinale zu kommen, auch da wiederhole ich, was ich gerade im anderen Zusammenhang gesagt habe, ist das nicht unbedingt ein Ruhmesblatt für das ganze Turnier, aber es ist auch nicht verboten. Nee, absolut nicht. Und man hat es auch bei diesem Eckball gesehen, da wird ja dann auch schon systematisch frei geblockt. Also Kane hat da unter anderem einen Spieler weggezogen, der auf Maguire abgestellt war. Ich frage mich, wie kann man sowas verteidigen? Also müsste man dann nicht, wenn man sieht, okay, die stehen so eng beieinander, dass es logischerweise eigentlich fast unmöglich ist, eine Manndeckung da durchzuziehen, müsste man dann als Gegner nicht auf die Raumdeckung umswitchen und sich davon dann letztlich auch nicht irritieren lassen, dass die halt bei der Ausführung des Eckballs in so einer, naja, nennen wir es mal die englische Lokomotive, stehen und dann irgendwie auseinanderschwärmen. Solange man den Raum ordentlich deckt, ist ja die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr hoch, dass man den Ball klären kann. Oder denke ich mir das zu einfach? Ja, die Raumdeckung ist insofern dann etwas schwierig, als dass du ja gar nicht weißt, welchen Raum du eigentlich decken sollst, weil du nicht weißt, genau wo sie jetzt hinausschwärmen. Die können ja trotzdem da zusammen stehen bleiben und dann in ihre Räume laufen und haben dann natürlich den Vorteil, erstens mit Anlauf zu kommen gegen einen, der mehr oder weniger dort steht und einen ganz anderen Bewegungsablauf hat. Und die haben natürlich dann auch den Vorteil, wie es immer logischerweise so ist, sie wissen, was sie tun wollen und die anderen können nur reagieren. Und da geht es teilweise um Zehntelsekunden und das kann dann schon mal reichen. Aber ich habe gesagt, das ist sowohl in der Mann- als auch in der Raumdeckung ganz, ganz schwierig, sind die da zu greifen. Ernst Happel hat das 1982 schon mit dem HSV so gespielt übrigens. Der war seiner Zeit ja sowieso immer sehr weit voraus. Und auch da kann ich mich erinnern, dass die Kollegen Rubisch und Co. damals tatsächlich auch am Elfmeterpunkt standen und dann auch von dort in alle Richtungen ausgeschwärmt sind. Also das ist nicht komplett neu, aber es ist in dem Maße und in der Häufigkeit selten bis dahin so kopiert worden und so gut kopiert worden, muss ich sagen. Ja, absolut. Und es war fast schon ein Tor mit Ansage. Es war die allererste Ecke für England. Vorher ist nicht wirklich viel passiert, bis auf einen Schuss. Und die war völlig vermeidbar, die Ecke. Ne? Genau. Also das war. Und dann direkt das 1-0 und dann war es ein komplett anderes Spiel. Und ab dann konnte man auch das Offensivspiel, das hast du ja auch schon angesprochen, von England nicht mehr ganz so gut einordnen, weil sie sich dann eben logischerweise etwas weiter zurückziehen konnten. Was mir vorher nur aufgefallen ist, war, dass sehr viele Spieler zwischen den Linien standen, also zwischen der letzten Viererkette und der vorderen Viererkette von Schweden. Aber das Problem war, dass die Abstände sowohl von Henderson als auch von der Dreierreihe hinten, die den Aufbau dann in die Hand nehmen muss, da waren die Abstände so groß, dass da eigentlich kaum ein Pass gespielt werden konnte auf diese Spieler. Das haben sie dann auch immer wieder gemerkt, gerade Ellie hat sich dann immer wieder fallen lassen, aber musste dann den Ball in so einer Haltung annehmen, wo es sehr schwierig war, ihn direkt weiterzuspielen, weil er musste ihn auf jeden Fall erst mit einem Kontakt stoppen, weil er gerade in der Rückwärtsbewegung quasi war. Das ist mir echt aufgefallen, da hätte ich sehr gerne gesehen, ob Southgate darauf reagiert.
reagiert oder ob einer der Spieler das situativ erkennt. Aber gut, dann gab es eben dieses 1:0 nach 30 Minuten, dann die Riesenchance aus 2:0, du hast es auch schon angesprochen, Sterling, das wäre noch vor dem Halbzeitpfiff sicher die Vorentscheidung gewesen. Und dann konnte man es nicht mehr so gut sehen, weil dann standen sie tiefer, dann hat auch Schweden nicht mehr ganz so konsequent sein 4-4-2 gespielt, nicht mehr in allen Situationen. Das hätte mich wirklich interessiert, weil gerade mit Blick auf ein Halbfinale ist natürlich die Frage schon interessant. Wie gut ist denn der englische Spielaufbau wirklich? Wir haben es jetzt gegen Belgien mit einer B11 gesehen, aber ansonsten ja immer nur in so Sondersituationen und jetzt gegen einen sehr guten Gegner. Über 30 Minuten konnte man es beobachten. Danach fand ich, kannst du Beobachtungen machen, aber ob die dann so viel weiterhelfen fürs Halbfinale, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wahrscheinlich nicht. Also man kann wenig Schlüsse jetzt aus dem Spiel, glaube ich, aufs nächste ziehen, weil die Kroaten ja auch nicht so extrem verteidigen werden wie die Schweden, ja. Und sondern selber eben ihre offensiven Stärken ausspielen wollen. Und ja, bei den Engländern, sie sind jetzt schon sehr weit gekommen, aber meiner Ansicht nach ist insgesamt wird das Potenzial insofern nicht ausgeschöpft, als dass eben Sterling nicht auf der richtigen Position spielt. Man verzichtet auf Rashford. Man hat viele schnelle Spieler eigentlich da drin, die aber gar nicht so richtig ihre Wirkung da entfalten können. Mhm. Und ja, es sind keine Automatismen richtig erkennbar im englischen Spiel. Da ist vieles eben aus dem Spiel heraus, ja, ich will nicht sagen auf Zufall angelegt, das wird sich jetzt sehr negativ anhören. Und die sind ja auch schon sehr ballsicher. Aber sie suchen halt immer sehr spontan, was sie jetzt gerade für Lösungen finden, als dass man jetzt irgendwelche großen einstudierten Laufwege da erkennen würde. Und gut, wenn das bis hierhin reicht, aber jetzt steigert sich natürlich auch die Qualität der Gegner. Belgien, das muss man halt ausklammern, weil es beide B-Mannschaften waren. Und gegen Kolumbien hatten sie auch Glück, dass James nicht dabei war. Da wären sie sicherlich defensiv auch anders gefordert worden, als es der Fall war und so. Wird es jetzt dann sehr interessant, wie sie gerade dann Modric und Rakitic dann eben in den Griff bekommen wollen und Mandzukic und Rebic und so weiter. Da müssen sie eben dann so kompakt stehen, wie sie es tun. Das ist der Grund, warum sie mit dieser doch sehr ungewohnten Dreierreihe spielen, mit Walker als rechten Innenverteidiger, was er ja selber eigentlich überhaupt nicht spielen will. Der wäre eigentlich ja prädestiniert in diesem System, da rechts die Linie rauf und runter zu laufen. Aber offensichtlich hält Southgate mehr von dem Außenverteidiger Walker als von dem Innenverteidiger Jones, der da kaum zum Zug kommt. Und dementsprechend hat er so dieses System gewählt und in dieser Anordnung. Und bisher gibt ihm der Erfolg recht. Maguire, heute sogar auch Torschütze gewesen, der fällt natürlich insgesamt erstmal raus als der einzige Feldspieler, Stammfeldspieler, der nicht aus den Top 6 kommt in England von Leicester. Jamie Vardy ist auch noch dabei, aber der ist ja auch nur, wenn überhaupt, Joker. Aber Maguire spielt und er macht's gut, hat immerhin einen etablierten wie Cahill auf die Bank gedrängt. Das hatte sich allerdings bei dessen Saison bei Chelsea schon angedeutet, dass er nicht unbedingt Stamm spielen würde jetzt bei der WM. Dachte man kurz vorher nochmal sehr gut in dem Test gewesen, dass es noch reicht, um ins Team zu rutschen. Aber offensichtlich war da schon die Entscheidung pro Maguire gefallen und er rechtfertigt das auch bisher. Absolut. Dann fällt auf, England sehr, sehr kopfballstark. Auch jetzt gegen die eigentlich auch sehr gut kopfballstarken Schweden, also gegen eine Innenverteidigung aus Granqvist und Lindelöf, da muss man erstmal zum Kopfball kommen. Aber gut, den Eckball haben wir schon seziert. Da haben sie sich auch einfach sehr clever verhalten, die Engländer. Und dann das 2:0, das hat mich fast sprachlos zurückgelassen, dass Ellie da unbedrängt eine solche Flanke aus dem Halbfeld schlagen kann. Und Ellie bekommt die Flanke, Entschuldigung, Lingard schlägt sie natürlich und Ellie dann völlig frei einköpfen kann, aber er macht es dann auch wirklich genauso, wie du diesen Kopfball platzieren musst, mit der nötigen Schärfe. Olsen mit etwas Glück kriegt da die Hände noch rechtzeitig hoch, aber sehr, sehr kurze Distanz. Fällt mir auf, dass England wirklich sehr kopfballstark ist. Wie hat dir denn Schweden gefallen? Ein paar Chancen gab es ja, Jordan Pickford konnte sich da auch besonders auszeichnen. Warum ging da nicht mehr für Schweden? Ja, ich glaube, die Frage muss man andersrum stellen, warum ist Schweden überhaupt so weit gekommen? Ja, ist ja so. Ja. Also wenn du die Mannschaften 1:1 vergleichst,
dann war, glaube ich, England ganz klarer Favorit. Schweden hat teilweise Spieler im arabischen Raum und in der zweiten Liga irgendwo in Europa und was weiß ich. Ich will das auch gar nicht alles abwerten, aber irgendwann muss sich ja dieser Qualitätsunterschied mal zutage treten. Die haben es eben als Kollektiv bisher super aufgefangen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wie hat mir Schweden gefallen. Ich habe nicht viel von Schweden erwartet. Sie haben mich negativ überrascht, was ihr Defensivverhalten angeht, weil das ihre Kernkompetenz ist, das Kopfballspiel. Das haben sie, da haben sie zweimal den Kürzeren gezogen, einmal bei einer Standard, einmal aus dem Spiel heraus. Und wenn sie da schon nicht funktionieren, ja, dann bleibt nicht mehr viel, was sie dann einer Mannschaft wie England entgegenhalten können. Und natürlich, es waren zwei, drei Chancen da, aber letztlich war es dann doch ein verdienter und ungefährdeter Sieg der Engländer. Und die Schweden, glaube ich, die können mit dem, was sie erreicht haben, Erster zu werden in der deutschen Gruppe zum Beispiel, können sie sehr zufrieden sein. Im Nachhinein aber wirft das nochmal insgesamt, wie Schweden sich präsentiert hat, ein noch schlechteres Licht auf die deutsche Mannschaft, wie man nicht nur ausscheiden konnte, sondern wie Schweden dann Gruppensieger werden konnte. Ja, wobei, da möchte ich ein bisschen einschränken. Ich finde, Deutschland war die einzige Mannschaft, die Schweden richtig hinten festnageln konnte. Das hat kein anderer Gegner geschafft, auch nicht England. Ich fand, es gab in diesem Spiel Deutschland gegen Schweden, so glücklich es war, das hinten raus dann mit so einem Traumtor zu gewinnen. Aber es gab Phasen, in denen Schweden unglaublich tief stand und in denen Deutschland gerade in den ersten 20 Minuten des Spiels wirklich häufig auch an die Grundlinie gekommen ist, gefährliche Flanken in den Rückraum geschlagen hat oder gefährliche Schafe hereingaben. Ich meine, es waren jetzt auch nur 20 Minuten, aber ich fand, dass man gesehen hat, da hätte es dann schon, um sowas zu erreichen gegen Schweden, brauchst du eine Mannschaft, die eben so einen Fußball spielt wie Deutschland. Spanien hätte das vielleicht auch hinbekommen, eben auch so ein Ballbesitzteam. Aber das war schon was jetzt England so nicht aufs Tapet gebracht hat. Und das fand ich ganz interessant, ohne dass das jetzt die deutsche Leistung arg viel besser oder schlechter macht. Ich fand es nur bemerkenswert. Ja, ja, klar. Wobei England sich aber auch nicht über dieses so ein Ballbesitzspiel definiert. Die sind schon sehr, sehr passsicher, wenn sie wollen. Aber sie sind, was heißt, wenn sie wollen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Aber sie sind jetzt keine Ballbesitzmannschaft, spielen Ballbesitzfußball. Das, ja. das jetzt nicht. Also, und das ist auch nicht ihr Anspruch, glaube ich. Es ist halt insgesamt schwierig zu, wenn man dann sagt, was ist ihr Anspruch, wie wollen die eigentlich spielen, dann sage ich, die wollen gut stehen, die wissen, wie es geht, taktisch, die sind sehr effizient vorm Tor, wenn sie den Standard bekommen. Aus dem Spiel heraus kann man das, wenn man sich an das Tunesien-Spiel erinnert, auch nicht behaupten. Ja. Da hätte es ja nach einer Viertelstunde schon 3-0 stehen müssen. Und letztlich war es dann Zittersieg in letzter Minute. Also von daher muss man die Engländer jetzt auch nicht besser machen oder reden, als sie sind. Aber sie machen insgesamt sehr, sehr wenig Fehler. Und meistens gewinnt dann die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Und es kommt aber eben dann darauf an, auch wie oft wird sie gefordert, überhaupt solche Fehler, wie oft werden solche Fehler produziert bisher? Ja. Und da kommen jetzt dann, wie gesagt, mit Kroatien und dann in einem möglichen Finale gegen Belgien oder Frankreich dann andere Kaliber auf sie zu. Ja, da hast du absolut recht. Und das ist jetzt sicherlich auch der richtige Zeitpunkt, mal über das zweite Viertelfinale zu sprechen. Russland gegen Kroatien, 1-1 nach der regulären Spielzeit, 2-2 nach der Verlängerung und dann gewinnt das Kroatien in einem, ja gut, welches Elfmeterschießen ist nicht spannend, vielleicht damals Ukraine gegen Schweiz, war das gegen die Ukraine, wo sie gar keinen getroffen haben? Das war nicht spannend, aber ansonsten sind Elfmeterschießen in der Regel sehr spannend. Hat denn in diesem Spiel auch eine Mannschaft mehr Fehler gemacht als die andere? Ja, letztlich, so banal das klingt, wenn es 2-2 ausgeht, dann eigentlich nicht, weil ja auch nicht so viele große Möglichkeiten dann auch auf beiden Seiten da waren, weil ich sagen musste, jetzt hätte aber die eine Mannschaft das verdient gehabt, vorher zu gewinnen. Die Russen in dem Sinne sowieso nicht, weil sie eben sehr limitiert sind. Da haben wir Cheryshev als Highlight, er selbst und auch dann wieder ein schönes Tor. Wunderbar. Und das ist kein Zufall und es ist im Gespräch, dass der bald bei Chelsea landet, könnte ich mir gut vorstellen und wäre sicher auch eine Bereicherung.
Aber ansonsten ist da eben spielerisch nicht viel, sondern da ist viel Rennen und viel Kollektiv und die stehen schon auf den Sitzen da, die Zuschauer, wenn es einen Eckball gibt, vor lauter Freude, dass da etwas passieren könnte, weil eben bis auf solche Glanzmomente wenig aus dem Spiel heraus für Gefahr gesorgt wird. Und ja, dementsprechend ist das alles sehr, sehr bieder. Und die Kroaten haben auf der anderen Seite übrigens, fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass sie jetzt ein Risiko eingegangen sind, den Torwart nicht auszuwechseln. Da habe ich dann auch gefragt, wie minimal muss das Vertrauen des Trainers in den Ersatztorwart sein, wenn er den Stammkeeper da weiterspielen lässt in so einer Situation. Der Physio hat ihn da vor der Verlängerung dann nochmal richtig zurechtgeknetet und das hat dann ja auch gewirkt. Der hat ja dann auch noch einige gute Szenen, gute Paraden zeigen müssen. Ja. Und aber letztlich, ich fand es halt sehr enttäuschend, das Spiel, weil Kroatien eben ja der Spaß am Fußball genommen wurde durch die Russen und deswegen kam eben bis auf ganz wenige Ausnahmen kein schönes Spiel zustande. Aber immerhin ist auch was Historisches passiert in diesem Spiel, weißt du was? Das späteste WM-Tor in der russischen Nationalmannschaftsgeschichte. Ja, das vermutlich auch, das weiß ich nicht. Aber erst zum zweiten Mal in der WM-Historie hat eine Mannschaft es geschafft, sich mit zwei Elfmeterschießen Ach so. Das Turnier zu, mit zwei erfolgreichen Elfmeterschießen durch das Turnier zu mogeln, hätte ich bald gesagt, nein, durchzukommen. Das war zuletzt 1990 Argentinien. Genau, stimmt. Erst gegen Jugoslawien und dann gegen Italien. Und da gehört schon was zu. Zweimal eben Elfmeterschießen zu gewinnen, vor allem das zweite ist dann nicht... Ist dann auch nicht einfach, weil man hat das erste erst gerade hinter sich gebracht. Sprich, der Gegner ist vorbereitet Kennt auf das, was Ecken. Man dort gemacht hat. Und man muss immer wieder das alte Spielchen, was denkt der Torwart, was ich denke, was er denkt. Und das haben sie dann letztlich besser gemacht. Und da muss man ehrlich sein, also die beiden Elfmeter, die Russen da vergeben haben, das war auf beides auf seine Art sehr, sehr kläglich. Also der eine dieser, Smolov. Ja, weiß nicht, was das ist, ein Panenka-Lupfer sollte es, glaube ich, werden. Ja. Völlig missglückt. Und der andere mit Vollspann am Tor vorbei, der gerade vorher noch überhaupt das Elfmeterschießen ermöglicht hatte. Sehr, sehr bitter. Aber Elfmeterschießen ist Glück und Nervensache, ja. Aber es ist dann letztlich auch eine Qualitätsfrage. Ich konnte mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass ein Spieler wie Rakitic, der eine gewisse Qualität oder eine hohe Qualität hat, sonst würde er nicht diese Rolle bei Barca einnehmen, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der verschießt. Und genauso ist es gekommen. Also unglaublich abgeklärt, dann den letzten Schuss zu machen, zu setzen und da überhaupt keine Selbstzweifel. Wenn er sie denn hatte, dann hat er sie gut verborgen. Und das war schon sehr, sehr stark. Also. Und dann natürlich dieser epische, also es gab ja zwei Innenpfosten-Szenen. Ich glaube, das bleibt so ein bisschen hängen von diesem Spiel. Einmal der Elfmeter von Luka Modric, nicht so arg doll geschossen, gut gehalten von Akinfeev. Und dann geht er in den Innenpfosten und gerade noch so ins Tor. Und im laufenden Spiel hatten wir die große Chance von Perisic, der eigentlich alles richtig macht. Ich fand, das war eher ein Torwartfehler von Akinfeev in der Szene. Erst geht er unmotiviert raus, oder was heißt unmotiviert? Aber ohne richtige Chance auf den Ball und dann schafft es ihn nicht ordentlich zu klären. Perisic schießt an den Innenpfosten und er geht gerade so nicht ins Tor. Das war, einmal haben die 2 Zentimeter gefehlt, einmal waren die 2 Zentimeter da. Luka Modric wird sich da sehr drüber bedanken. Aber bevor wir noch weiter die Strafstöße sezieren, wie hat dir denn Kroatien offensiv gefallen? Sie haben es ja wieder in ihrem gewohnten 4-2-3-1 probiert und Russland hat aber dieses Spiel nicht so gespielt wie gegen Spanien, wo man zum Teil in einem 5-5-0 verteidigt hat oder im 5-4-1, sondern Russland ist relativ hoch angelaufen und mich hat es total gewundert, dass Kroatien es nicht geschafft hat, sich da mit Kombinationen dann in den Rücken der ersten Pressingwelle zu spielen. Ja, das haben sie selten geschafft, aber da war ja dann auch schon, war die zweite Linie war halt auch schon sehr schnell da. Immer im Raum, vor allem gegen Modric, den sehr gut zugestellt. Er wiederum hat es dann auch gut gemacht und hat sich dann teilweise
nach außen fallen lassen, um dem zu entgehen. Und von daher war er da immer um Lösungen bemüht und ist auch in der Verlängerung doch jeden Meter gegangen, um da offensiv was zu kreieren und auch defensiv mitzuarbeiten. Aber ja, die Russen haben diesmal nicht nur verteidigt, zumindest nicht so weit hinten. Und von daher war hätte man von Kroatien dann sicher aus den Räumen, die sich da geboten haben, mit diesen Räumen mehr erwarten können. Aber letztlich war das dann auch nicht der Fall. Und von daher war das dann unterm Strich doch etwas enttäuschend von dem, was sie eigentlich an Potenzial dort haben. Und ja, Kroatien-England wird dann wirklich ein Fehlerspiel, so nach dem Motto, wird sehr wenige Fehler geben. Ja. Wer nutzt den ersten des anderen dann gnadenlos aus? Und das könnte dann schon, weil beide auch sich aufs Verteidigen eben verstehen, das könnte dann schon entscheidend sein. Aber letztlich sind beide aber natürlich offensiver ausgerichtet als jetzt ihre Gegner heute, und von daher wird es dann hoffentlich auch interessanter. Ja, schauen wir mal. Also Modric fand ich überragend, also nicht nur von der Laufleistung her, der war der eine Kroate, der mit der russischen Mannschaftslaufleistung mithalten konnte, während viele seiner Mitspieler, gerade Mandzukic, der ging am Schluss auf der allerletzten Rille. Modric unglaublich, 139 Ballkontakte. Im Grunde fand ich, war er offensiv der Einzige, mit Abstrichen Rebic noch in der ersten Halbzeit und da auch noch Mandzukic. Aber ab der zweiten Halbzeit, es ging alles nur noch über Modric, und der hat da wirklich viel probiert, war überall zu finden. Aber das könnte gegen England zu wenig sein. Also ich bin gespannt, ob sie weiter bei ihrem 4-2-3-1 bleiben. Das 4-1-4-1, was man gegen Argentinien gesehen hat mit Brozovic auf der alleinigen 6, das hat mir auch sehr gut gefallen. Könnte natürlich jetzt gerade gegen die Formation von England nicht passen. Aber diese Rollenverteilung zwischen Modric, Rakitic und dann Kramaric, beziehungsweise Mandzukic hat sich häufig fallen lassen und dann ging Kramaric in die Spitze und umgedreht, das hat mir in dem Spiel nicht so wirklich gefallen, muss ich sagen. Also da könnte ich mir vorstellen, gibt es noch Verbesserungsbedarf, und beim Verteidigen von Standards definitiv. Ich habe keine Ahnung, warum Kroatien die stehend verteidigt. Vielleicht haben sie da meine Idee, die ich vorhin in den Raum geworfen habe, die du dann so schön widerlegt hast, warum das dann doch nicht so viel Sinn macht, Raumdeckung gegen die englische Lokomotive zu spielen. Vielleicht wollten sie die schon umsetzen, aber das ist mir auch aufgefallen, nicht nur bei diesem 2-2 dann in der 115. Minute, die standen immer im Raum, und dann muss halt der russische Spieler, der mit Schwung kommt, wirklich nur ein bisschen höher springen, was einfacher ist, und schon hat man im Grunde die Lufthoheit im Strafraum Kroatiens. Ja, ja, also es war schon recht verwunderlich, aber da werden sie gegen England dann natürlich auch nochmal anders gefordert, ja, sein. Absolut. Und die Systemfrage ist insofern interessant, als dass ich immer gegen eine Mannschaft, die jetzt eben diese Dreierreihe spielt, zentral wie die Engländer, ja, da würde ich immer zwei Spitzen aufstellen, die zu beschäftigen auch. Die Frage ist, ob sie das haben, weil das kostet dann in der Regel Mittelfeldspieler. Dort wiederum sind die Engländer auch recht präsent, eben durch dieses Wechselspiel der Außen, die eben entweder zu fünf hinten sind oder dann zu fünft in der Mitte das komplettieren, und von daher ist es sehr, sehr knifflig, und wenn man dann da keine Antwort drauf weiß, dann bleibt man dann lieber beim Bewerten, weil das 4-2-3-1 natürlich, naja, ich finde es immer recht langweilig, aber es hat ja auch schon Erfolge gebracht, von daher weiß ich jetzt nicht, ob sie sich da was Besonderes einfallen lassen müssen, nee, oder dann lieber dem vertrauen, was sie können. Aber da sind die Engländer wirklich aufgrund dieses sehr flexiblen Spiels sehr schwer zu greifen, und sie müssen selber hinten schauen mit ihrer Viererkette, dass sie die beiden Spitzen da gut übergeben, weil die werden das sehr laufintensiv gestalten, Kane und Sterling, und die versuchen dann auch auseinanderzuziehen, und da wird es dann eben darum gehen, wem gelingt es, dann Überzahlsituationen zu schaffen, sprich eben die Außen Rose und Trippier, können die da die Außenverteidiger so beschäftigen, dass die eben ihnen nicht helfen können. Und dann ja, könnte es durchaus Vorteil für England sein. Auf der anderen Seite ist das kroatische Mittelfeld mit Modric und Rakitic natürlich spielstärker als das englische, und von daher haben sie da wieder einen kleinen Vorteil. Also es ist recht ausgeglichen, aber insgesamt würde ich sagen, wenn man
gegenüber schlägt die beiden Mannschaften, glaube ich, ist England leichter Favorit. Mhm. Ja, so, wenn ich jetzt kroatischer Trainer wäre, ich glaube, ich würde beim 4-2-3-1 schon auch bleiben und würde dann aber sagen, der mittlere der Dreierreihe, dann Kramaric oder Mandzukic, je nachdem, wie er aufstellen möchte, der kümmert sich um Henderson. Stellt den zu, muss nicht immer Manndeckung sein, reicht auch Deckungsschatten, weil dann weißt du, dass der Aufbau über den Flügel erfolgen wird. Dann kannst du versuchen, da den Ball zu gewinnen und vor allem würde ich dann so ein bisschen das belgische Modell gegen Brasilien wählen. Etwas riskant, aber wenn du Rebic und Perisic breit und hoch postierst, dann hast du nach Ballgewinn immer eine Anspielstation und das ist halt die Schwachstelle, die England dann hatte, die so Dreierreihen auch generell immer haben, wo eben die Außenverteidiger weit nach vorne schieben müssen. Über die Flügel sind die angreifbar und in Umschaltsituationen ist da der freie Raum, wo du einen Ball hinspielen kannst und dann gerät alles in Unordnung. Naja, aber das glaube ich jetzt aber nicht, dass das so passieren wird, weil dafür sind die auch zu sehr darauf geschult, da eben kein Risiko einzugehen. Also sprich, ja, da ja. werden Das stimmt. Und Trippier den Teufel tun und denen diesen Raum anbieten, sondern dann wird es eher konsequent eine Fünferkette bleiben, als dass sie Not haben, diese Fünferkette zu bilden rechtzeitig. Also von daher, das wird, glaube ich, da werden sie schlau genug sein, dieses Mittel der Kroaten dann auszuschalten. Aber was natürlich dann wiederum auf zulasten des eigenen Offensivpotenzials geht, wird sehr, sehr spannend sein, wie sie da die Balance finden, aber letztlich, die sind jetzt so weit gekommen, die Engländer, die werden einen Teufel tun, da zu früh zu viel zu riskieren, warum auch, sondern werden sich dann letztlich auf diese Standards verlassen und entweder es geht nochmal gut oder sie müssen es irgendwie anders regeln, vielleicht sogar wieder im Elfmeterschießen, das können sie jetzt auch mittlerweile, aber wie gesagt, die werden nicht den Fehler begehen und da zu offen zu agieren, wie es jetzt heute die Russen zum Beispiel vor dem 1-1 gemacht haben. Das war ja eklatant, wie viel Platz da auf einmal auf der linken Seite für Mandzukic war. Ja, und vor allem, dass zwei Spieler da fünf Verteidiger letztlich ausspielen können, weil der Zugriff komplett fehlt. Ja, ich könnte jetzt am liebsten würde ich jetzt dieses Spiel Kroatien gegen England mit dir in alle Feinheiten durchsimulieren, aber vielleicht sollten wir schon auch noch ein kurzes Wörtchen über Russland verlieren. Was ich nicht verstanden habe, war die Rolle von Alexander Golovin als Zehner, der so sprintstark ist, der so eine hohe Geschwindigkeit hat, konnte er auf dieser Position kaum zeigen, habe ich nicht so ganz verstanden. Ansonsten, davon abgesehen jetzt von dieser einen meiner Beobachtung, wie hat dir denn Russland in dem Spiel und dann auch im Turnier gefallen? Ja, insgesamt nicht gut, weil ich bin schon jemand eigentlich, der so das Ästhetische im Fußball auch sieht, der offensiven Fußball mag, der mutige Mannschaften mag, der auch Ballbesitzfußball mag, auch wenn der, wie viele sagen, aus der Mode gekommen ist. Ich finde es immer noch, so wie es Manchester City spielt, eigentlich nah an der Perfektion an manchen Tagen. Ist aber Geschmackssache. Was ich sagen will, all das, irgendwas Spielerisches, irgendeine kreative Idee, hat mir in dieser russischen Mannschaft komplett gefehlt. Naja, langer Ball auf Juba war eine, aber das hat nicht so arg geredet. Ja, ja. Nee, das war jetzt nicht sehr, weder kreativ noch ästhetisch. Aber das war halt, aber soll man ihnen dafür böse sein? Nein, kann man auch nicht, weil sie haben eben keine anderen Mittel oder wenige nur. Und wenn, dann konnten sie es auch nicht umsetzen. Sie sind gerannt vom ersten Tag an und haben wirklich teilweise auch schöne Tore geschossen. Ja. Und man muss auch erstmal dann letztlich die Spanier vor allem, wenn auch sehr destruktiv, aber man muss sie erstmal so verteidigen, dass ihnen nur ein Tor gelingt, da in 120 Minuten. Mhm. Und man muss auch Kroatien erstmal ins Elfmeterschießen zwingen, all das okay. Aber ich bin nicht traurig, dass sie ausgeschieden sind, weil sie eben spielerisch so wenig eigentlich für das für den Unterhaltungswert eines Spiels getan haben, dass man ihnen nachtrauern müsste. Das ist nicht ihre Aufgabe, das ist denen auch wurscht, wie viel Unterhaltungswert die sorgen, aber ich sag's nur als in dem Fall dann neutraler Beobachter, dass ich die Russen jetzt nicht vermissen werde im Halbfinale. Thomas, das war, finde ich, eine perfekte Zusammenfassung. Da könnte man nur noch Details
addieren. Du hast alles genannt. Ich würde sagen, damit machen wir doch einen Deckel auf diese Viertelfinalspiele und freuen uns auf Frankreich gegen Belgien und Kroatien gegen England. Thomas, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Dankeschön. Und wann kommst du endlich zu Twitter, dass dir auch meine Hörerinnen und Hörer folgen können? Habe ich nicht vor, aber ab und zu kann man mal bei Facebook was Schlaues lesen. Okay, also bei Facebook kann man ihm folgen, aber wir kriegen dich noch irgendwie zu Twitter, Thomas. Das schaffen wir noch. Und wenn ich dich noch bis zum Finale in jeden WM-Kurzpass einladen muss dafür, ich werde es tun. Thomas, danke dir. Thomas Böker vom Kicker. Bis bald mal wieder. Schönen Abend dir. Dankeschön. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de/unterstützen. Ihr könnt unser Tribünengespräch anhören zum Thema Doping und die Fußball-WM. Was gibt es da eigentlich so zu berichten zu? Und hört das Tribünengespräch mal besser schnell, denn es wird schon in Kürze ein neues aufgenommen. Das heißt, es lohnt sich auch, das Rasenfunk-Tribünengespräch zu abonnieren. Und dann hören wir uns morgen wieder im nächsten WM-Kurzpass. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao.